Dreharbeiten abgebrochen, Premieren verschoben, Stars in Quarantäne und Crews ohne Arbeit. Das Coronavirus versetzt Hollywood in blanken Horror. Ja, während die großen Stars ihre Krise in der Villa aussitzen, sieht's für die kleinen Sternchen aus der Filmfabrik eher düster aus. Die Straßen von Los Angeles fast menschenleer. In Hollywood sind die Lichter aus, denn der jüngste Katastrophen-Blockbuster spielt nicht auf der Leinwand, sondern ist für viele Menschen in der Traumfabrik zum Real-Life-Albtraum geworden. Wo kommt das Geld rein? Wie werde ich nächsten Monat essen? Dreharbeiten wurden abgebrochen, Premieren sind geplatzt. 125.000 Beschäftigte in der Branche verloren über Nacht ihren Job. Feste Arbeitsverträge sind in Hollywood die Ausnahme. Filmschaffende stehen finanziell ohne Absicherung auf der Straße. Es ist beängstigend, wenn du deine Pennies zählst und auf den Kalender starrst. Was wird aus uns? Hollywood erwartet insgesamt 20 Milliarden Dollar Verluste und zeigt trotzdem Herz. Promis spenden Millionen. TV-Serien wie Grey's Anatomy verschenken Schutzkleidung an Einsatzkräfte. Ich bin froh, dass die Filmausrüstung so genutzt werden kann. Petra Sprecher arbeitet seit 20 Jahren als Stuntfrau in Hollywood. Die Schweizerin war bei zahlreichen Blockbustern dabei. Man in Black, Minority Report, The Matrix, Pirates of the Caribbean, Ad Astra. Anfang März stand sie gerade zusammen mit Owen Wilson und Tom Hiddleston für den neuesten Marvel-Streifen Loki vor der Kamera. Die Corona-Welle schwappte über die USA. Plötzlich hieß es Drehstopp. Also es ist nicht oft, dass man mit diesen großen Schauspielern arbeitet. Es war super toll. Ich sollte da 7 Tage arbeiten und habe 1 Tag gemacht. Und hat es geheißen, okay, vielen Dank, tschüss. Wir schicken dich zurück. Wir wissen nicht mehr, wann wir dich wieder brauchen. Der Job hätte rund 10.000 Dollar eingebracht. Jetzt gestaltet Petra ihr Wohnzimmer zum Podcast-Studio um. Sie braucht neue Einkommensquellen. Ihre Situation ist typisch für Hollywood. Viele haben keine festen Arbeitsverträge, kaum finanzielle Absicherungen, hangeln sich von einem Engagement zum nächsten. Petra hat nach 6 Wochen Shutdown nur noch ein paar Dollar auf dem Konto, muss aber eine Monatsmiete von 1.450 Dollar bezahlen. Mein einziges Einkommen im Moment sind die Tantiemen. Und die kommen immer sehr unregelmäßig. Also die kommen einmal alle 3 Monate. Man weiß nie, wie viel genau und wann. Jetzt sind sie verspätet alle. Ja, dann habe ich natürlich die Arbeitslosenversicherung angefragt. Seit 4 Wochen, die haben mir nicht mal zurückgeschrieben. Arbeitslosengeld in den USA ist im Vergleich zu Deutschland niedrig. Eigentlich wurde es wegen Corona um 600 Dollar Katastrophengeld pro Woche aufgestockt. Aber nicht jeder bekommt den Zuschuss. Die Lage ist chaotisch, die Behörden überlastet. Die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung von L.A. hat ihren Job ganz oder teilweise verloren. Trotzdem unterstützen 95% den Shutdown. Die Luxusboutiquen sind bis auf Weiteres leergeräumt oder mit Brettern vernagelt. Die Filmmetropole hat sich auf eine sehr lange Atempause eingerichtet. Niemand weiß, wann das aufhört, wenn wir zurückgehen können zur Arbeit. Ist es in 3 Wochen, ist es in 3 Monaten, ist es nächstes Jahr? Das größte Problem ist nicht mal, dass ich Angst habe. Ich habe überhaupt keine Angst, dass mir was passiert mit dem Virus. Aber es ist das Geld, es kommt kein Geld rein. Von dem Produktionsstopp bei Grey's Anatomy habe ich in den Nachrichten erfahren, an dem Tag, als sie aufgehört haben zu drehen. Ich habe mir Sorgen gemacht, wie die Welt aussehen wird, wenn alle, die in dieser Produktion arbeiten, arbeitslos werden. Alle von uns. Seit 12. März sind die Dreharbeiten von Grey's Anatomy gestoppt. Alex kümmert sich jetzt um die 3 Adoptivtöchter. Viele Schauspieler halten sich normalerweise zwischen Dreharbeiten mit Nebenjobs in der Gastronomie über Wasser. Doch in Corona-Zeiten liegen auch diese Einkommensquellen trocken. Alex ist auch Musiker, nimmt jetzt neue Songs auf. In seinem Heimstudio macht er Sprachaufnahmen. Er braucht jeden Job. Ich bin nicht reich. Wir leben oft von einem Gehaltscheck zum nächsten. Ich habe ein paar mehr Sprecherjobs in Aussicht. Hoffentlich kriege ich die. Dann überlebe ich ein paar Monate länger. Wir werden sehen. Definitiv weniger Geldsorgen haben die Superstars. Und deshalb spenden sie jetzt Millionen für Hungerhilfe, Ausrüstung oder Forschung. Miley Cyrus spendiert einem ganzen Krankenhaus Lunch.
Kylie Jenner produziert Desinfektionsmittel. Sandra Bullock und Matthew McConaughey schleppen die Spenden sogar selbst zu den Einsatzkräften. Für die Deutsche Jascha und ihren kanadischen Ehemann Alex heißt es, leben als angehende Schauspieler in einer der teuersten Städte der Welt. Bis zur Ausgangssperre war das allein schon schwierig. Jascha geht noch zur Schauspielschule. Nach dem Unterricht jobbte sie als Babysitter. Alex verbrachte seine Abende als gut bezahlter Sommelier in einer Promi-Weinbar. Jetzt wird zwar das Geld knapp, aber... Man kann endlich mal durchatmen. Allgemein war so eine Grundstimmung von immer mehr, immer schneller, immer besser. Und vielleicht dessen bewusst zu werden, was man besser machen möchte in Zukunft und nach Covid, ist auf jeden Fall eine gute Chance. Alex nutzt den Hausarrest, um ein eigenes Drehbuch zu schreiben. Wegen seines extrem guten Jobs hat das Paar Ersparnisse und bekommt außerdem vernünftiges Arbeitslosengeld. Sie sind die Ausnahme. Castingagenten nutzen die drehfreie Zeit unterdessen dazu, um trotz Mangel an aktuellen Rollenangeboten nach frischen Talenten zu suchen. Jascha und Alex produzieren Bewerbungsvideos für diese sogenannten Open Castings. Wir haben gerade ein Bewerbungsvideo eingereicht, das war wirklich gut. Aber dann dachte ich, meine Güte, wie viele andere Schauspieler haben wohl auch etwas dahin geschickt? Wahrscheinlich Hunderte, wenn nicht Tausende. Wie wird man entdeckt? Man muss gut sein und auch Glück haben. In Hollywood hofft man, dass auf den Produktionsstopp irgendwann ein Drehboom folgen könnte. Und Jascha und Alex wollen darauf vorbereitet sein. Ich hoffe natürlich, dass... die ganzen Agenten und Casting-Officers jetzt gerade sich die Zeit nehmen, um neue Schauspieler anzusehen und denen dann danach die Chance zu geben. Ob das wirklich so sein wird, kann man nicht sagen, aber ich hoffe es natürlich. Die nächsten Monate werden hart für Hollywood, aber irgendwann wird es wieder heißen. Und Action.